Ich bin Royce Oatley und neben dem Reiten habe ich noch ganz viele andere Sportarten. Ja, hallihallo. Das ist aber schön. Mutter und Tochter sitzen hier so schön nebeneinander. Christy, Rose, sehr schön, dass wir zu Teil 2 auch wieder bei euch sein dürfen. Rose, jetzt hast du deine Mutter neben dir sitzen. Die ist auch deine Trainerin. Jetzt muss Christy kurz mal sich die Ohren zuhalten. 4-mal ist sie schon Olympia geritten. Du bist ehrgeizig. Ist das große Ziel, hey, das schaffe ich auch? Oder ist das große Ziel, lege ich noch eins drauf? Ja, lege ich noch eins drauf. Also ich probiere schon später besser als Mama, meine Mama zu werden, weil sie mich trainiert. Und dann probiere ich noch weiter heraus, von meinen Kenntnissen zu kommen und eben so vielleicht 5-mal Olympia zu reiten. Das sind mal große Ziele. Da hast du deinem Kind aber gleich von Anfang an gesagt, straight nach vorne, oder? Natürlich, gerade aus der Mittellinie. Ja, das funktioniert offensichtlich. Rose, sie ist deine Mutter, sie ist deine Trainerin. Das ist ja schon gerne mal ein Moment, da kracht es auch schon mal, wenn man da oben denkt, nee, ich will das jetzt aber nicht so machen. Ist das oft so, dass du denkst, nee, will ich nicht? Nein, eigentlich nicht. Also sie trainiert mich immer hin und wieder, so wenn sie Zeit hat. Und dann passt es auch eigentlich immer. Sogar ist es für mich sogar ein Vorteil, dass wir Mutter und Tochter sind, da man schon eine engere Beziehung hat und man auch ehrlich zueinander sein kann. Christy muss wieder weghören. Rose, beschreib mal deine Mutter. Was ist das für eine Type? Sehr, sehr nett, fröhlich und sie ist sehr ehrgeizig, was das alles angeht und pusht mich immer zu meinem Besten auf Turnieren. Wir würden gerne einmal von dir so wissen. Du hast ja 5 in deinem Pferdeteam. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Mischung, die du da hast. Ja. Sag uns doch einmal die 5 Pferde, die du so dein festes Team nennst im Moment und was jeden ausmacht. Ich glaube, wir müssen mit Mooney, mit Daddy Moon anfangen. Also Mooney ist ein sehr ehrgeiziges Pony. Er ist immer mit dabei, eigentlich bei fast allen Turnieren. Und er ist einfach gesagt der Beste. Dann steht nebendran einer, der ihm in die Fußstapfen treten will. Ja, Herzkönig King, der ist sehr gefräßig, er liebt sehr gerne Essen und er ist ein sehr süßes Pony. Dann hast du Rocky, Rock Revolution, und der, mit dem probiere ich jetzt dieses Jahr M zu starten und da werden wir mal sehen, was die Zukunft so bringen wird. Das ist dein Pferd, das ist das erste Jahr dann bei den Junioren. Ja. Ne? Das ist natürlich noch mal doppelt spannend oder nimmst du das gelassen? Also ich glaube, das ist, glaube ich, noch nervöser als bei den Ponys, weil da natürlich andere Lektionen dazu kommen, schwierigere Lektionen. Und da werden wir mal sehen, wie es dann so wird dieses Jahr. Und du hast einen wunderbaren Neuzugang seit Februar. Wer ist das? Sommi, Sommernacht, die ist jetzt seit Anfang Februar bei uns. Und man könnte sagen, Liebe auf den ersten Blick. Also sie ist schon eine mega Stute. Eine, die ich habe noch nie so eine tolle Stute kennengelernt. Direkt als wir da ankamen, war sie einfach, wusste man, sie gehört zu uns. Klick, okay. Und dann hast du ja noch den Lehrmeister. Wer ist dein Lehrmeister? Qualle, Qualia. Das ist ein altes Kompliment von Mama. Der ist für mich jetzt so ein bisschen, wie gesagt, der Lehrmeister, der alte Opa. Wir gehen mal ein bisschen Schritt zurück. Jetzt ist das ja alles schon, das ist ja wirklich schon halb professionell. Das fing ja aber auch alles mal an. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich bin relativ sicher, da gab es ein kleines Pony, das hieß Pinguin. Der hatte das ganz schön hinter den, faustdick hinter den Ohren, stimmt das? Ja, der war ein sehr freches Pony, sage ich mal so. Der war nicht ganz einfach zu handeln, aber jetzt mit der Zeit ist er ein liebes, tolles Pony. Da gibt es ein Bild, da muss ich zugeben, da denkt man so ein bisschen, holla, hoffentlich ist sie da oben geblieben. Da war er voll in Action. Was war denn da los? Also da ist er bei der Siegerehrung einmal richtig losgegangen. Der fand das wohl witzig, mit mir da einmal abzugehen. Aber Gott sei Dank bin ich drauf geblieben, war ein bisschen schwierig. Aber wäre der noch eine Runde gedreht, würde ich bestimmt schon auf dem Boot liegen. Christy, habt ihr denn schon einen Plan fürs kommende Jahr? Wo geht's hin? Zum Glück sind alle Pferde super fit. Alle gut drauf, dass wir wirklich spontan unsere Ziele ändern können, passend zu was in der Welt los ist zurzeit.
Dann sage ich erstmal danke und jetzt wollen wir aber mal gucken. Ihr seid den halben Tag oder mehr hier und den Rest zu Hause und das gucken wir uns jetzt mal an, wie es bei euch zu Hause ausschaut. Sehr gut. Na hallo ihr zwei. Hallo. Vielseitiges Talent, Top-Bereiterin und sehr gute Kuchenformausstecherin. Was macht ihr denn ihr zwei? Also wir machen jetzt Himbeerschnitten. Das wird der Teig für oben und unten. Und dazwischen kommt Marmelade und obendrauf eine Puderzuckerglasur plus bunte Streusel. Also Rose, ich gebe zu, du verblüffst mich, auch wenn Luise jetzt hier ganz offensichtlich die Herrschaft in der Küche hat. Du bist ja wirklich extrem vielseitig. Ich glaube in allererster Linie aber eine Sportskanone durch und durch und durch. Erzähl mal, was du schon alles so an Sport getrieben hast. Also ganz früh habe ich Tennis gespielt. Ich habe schon von Anfang an bin ich geritten. Dann habe ich noch Fußball angefangen, vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich so ein bisschen mitgespielt. Und habe ich auch mal früher Ballett getanzt in der Grundschule. Und ja, ich glaube, und natürlich boxe ich jetzt so 2-mal die Woche. Zum Fußball, wenn ich das richtig weiß, da bist du natürlich genetisch sowieso von Papa vorbelastet. Aber deine beiden Brüder sind auch sehr aktive Kicker. Ja. Und das wird dann auch gerne mal im Garten so hier und da ein bisschen ausgetobt. Ja, definitiv. Also im Sommer mehr als im Winter, da im Sommer das Gras natürlich ein bisschen trockener ist und die Sonne dann scheint, dann bringt es auch alles ein bisschen mehr Spaß. Wir durften dich ja schon mal beim Kickboxen besuchen. Der Papa war der Trainer. Das war extrem spannend. Ich glaube, das gucken wir uns einfach mal an. Ja, sehr gut. Selbst Profisportler gewesen, sehr, sehr sportlich, das sehen wir hier überall. Was würdest du sagen, was hat deine Tochter, was hat Rose, was sie so erfolgreich macht, so jung, so schnell, so zielorientiert? Sie ist von Grund auf eine tolle Athletin. Sie hat einen sehr, sehr willensstarken Kopf und das braucht man halt eben, um im Sport Profi zu sein und dort eben auch wirklich erfolgreich zu sein. Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, es ist ein sehr schneller Sport, das kann man sehen, aber auch wahrscheinlich ein sehr schnell kräftiger Sport. Wie trainiert ihr das? Wir versuchen möglichst 2 bis 3 Mal die Woche etwas zu machen. Das ist für sie vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, weil sie dadurch eben entsprechend die Körperstatur bekommt, die Kormuskulatur, Rumpfmuskulatur, das, was man halt eben auch im Pferdesport benötigt. Spürst du das, dass dieses Training dir hier noch mehr Kraft verleiht, mehr Stabilität? Ja, schon. Also das merkt man schon bei den Drehungen, wenn man einmal mit dem linken Haken kommt, mit dem rechten Haken kommt, dass das schon etwas wert im Galopp, auch die Stabilität, schon hier im Rumpf alles. Sie ist jetzt 14. Was würdest du ihr als Vater, Trainer und auch vor allen Dingen durch und durch Sportler gerne auf den Weg geben? Ich glaube, dass sie ihren Ehrgeiz in der Form beibehalten sollte. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten soll sie natürlich auch nach wie vor Kind bleiben. Also sie soll genauso albern sein, genauso auch mal zickig ihre Launen haben. Also das gehört einfach mit dazu. Das ist ein 14-jähriges Mädchen. Aber man muss schon sagen, dass sie doch das eine oder andere doch von vielen dann eben unterscheidet. Das ist eben entsprechend die mentale Stärke. Und das ist auch im Dressursport auch wichtig. Und deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, sie soll einfach so sein, wie sie ist. Alles andere kommt von alleine. So, zurück vom Kickboxen. Küche ist sauber, Teich ist im Ofen. Jetzt haben wir noch ein Thema. Da habe ich mir was von deiner Mutter geben lassen. Kannst du dich daran erinnern, Rose? Ja, daran, das vergisst man nicht so schnell. Das denke ich. Erzähl uns doch einmal, ich häng's mal ein bisschen unbürokratisch hier an den Eisschrank. Wann hast du dieses Kleid getragen? Das Kleid habe ich 2020 beim Ball des Sport getragen. Herzlich willkommen, Rose Oatley und Daddy Moon. Das war, wenn ich das richtig weiß, in einer sehr großen Halle in Wiesbaden
vollgepackt, vollgestopft sogar mit Prominenz, alles im Abendkleid. Und dann bist du mit deinem Muni natürlich da reingeritten, auf so einer bisschen provisorischen kleineren Reitfläche. Jetzt mal, was war denn spannender? EM-Reiten oder da reinreiten? Um ehrlich zu sein, ich glaube sogar bei dem Sport, da du da noch ein größeres Publikum hattest, bei der EM war da ja nur durch Corona ja noch ein bisschen weniger. Und dann war das schon atemberaubend, da reinzureiten. Und was hat Muni gesagt? Ich meine, das kennt er ja nun auch nicht, durch so eine Ballgesellschaft durchreiten, die vielleicht gerade noch ihr Dessert auf dem Teller hat oder so. Ja, also ich hatte schon so Bedenken, würde er nicht gucken, aber der ist da reingeritten, hat nicht ein bisschen mit dem Auge gezuckt oder mit den Ohren. Das war, du dachtest dir, wie kann er da nicht gucken bei so vielen Menschen, bei so vielen Lichtern. Das war schon echt gut, was er da abgeliefert hat. Da waren ja auch eine ganze Menge Reiterkollegen, ne? Da war so ein Markus Ening, der da mitredet, dann eine Justine Tebbel war dabei. Von Dressurreitern war auch jemand da. Weißt du noch, wer das war? Ingrid Klimke war da, Isabel Wert war da. Stopp! Das ist ein ganz gutes Stichwort. So Isabel Wert, die findest du ganz gut, ne? Oder? Ja, die ist ganz gut. Die finde ich super. Guck mal, da haben wir eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Ja, liebe Rose, Bella Rose und ich, also, ne, standesgemäß, wünschen dir alles Gute für deine Zukunft mit deinen Pferden. Ich glaube, Muni nennst du, dein Pony. Aber ich weiß, du hast ja auch schon das eine oder andere Großpferd im Petto. Also alles Gute für deine Karriere. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben uns ja beim Ball des Sports getroffen und das sah schon sehr gut aus. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Also ich bin davon überzeugt, dass wir dich noch häufiger sehen. Im Viereck und dann auch auf Großpferden. Alles Gute! Also, das war, glaube ich, schon so ein kleiner Ritterschlag auch nochmal von Seiten von Isabel Wert, die auf jeden Fall große Stücke auf dich hält. Los, was soll ich sagen? Wir haben eine totale Sportskanone erlebt, die eine Familie hat, die sowas von hinter dir steht. Ich glaube, wir stoßen einfach in dasselbe Horn wie Isabel Wert. Ja. Wir sind sehr sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören und wir sagen auf jeden Fall erstmal ein riesen Dankeschön, dass wir dich hier so begleiten dürfen. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, ob die Himbeerschnitten auch wirklich gut geworden sind. Tausend Dank, Rose, und tschüss, bis zum nächsten Dankeschön. Mal.